Müllmaschine kommt jetzt. Und der hat sich mit seinem Auto auf dem Parkplatz und kann nicht angeliefert werden jetzt. Hat sie, guck mal, du musst den Platz räumen, die Müllmaschine kommt. Ja, fahr mal schnell da weg. Witzig wäre, wenn sie jetzt gleich beim Ausladen runterfallen würde. Überall hin. Wow, hast du es gerade gesehen? Der geht gar nicht so vorsichtig damit um. Oh, 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 Junge. Alter, hast du es gerade gesehen? Ich dachte ganz kurz, wupp, das war's. Oh, hier kommt sie, guck mal. Oh, nice. Sollen wir Basti mal Bescheid geben? Ja, geben wir dem Basti mal Bescheid. Wir wollten gerade zu dir und dann warst du nicht da, weil wir haben gerade live gesehen, wie die Hörmaschine angeliefert wurde. Ah, okay. Wow. Können wir das kaputt machen? Ja, bestimmt. Geil, Mann. Okay, dann mach mal. Oh, wow, wie soll man die jetzt da rauskriegen? Ohne Scheiß. Da ist etwas, aber ich will da nicht anfassen. Ich kann hier greifen, soll ich einfach hier greifen? Das war ja schon mal eine Schraube, die lose ist jetzt. Ich hätte über das Schwarze genommen. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das ist nicht immer die beste Voraussetzung, um an sowas zu arbeiten. Ja, so halb. Oh, die ist wirklich schwer. Das sieht schon ziemlich cool aus. Richtig schön. Wunderschön. Dennis, guck mal, was da steht. Ja? Do not stack. Merkst du das? Nein. Das wurde ja schon so angeliefert. Ah, nee, stimmt gar nicht, ne? Er hat das extra da vorne dran gehabt. Wolltest du gerade die falsche Tür aufschließen? Ja. Ey, wie sieht's denn hier aus? Wir haben doch hier erst mal letzte Woche aufgeräumt. Oder vorletzte. Ja, mich ist auch gerade gestern so geil so. Ja, wenn morgen nichts zu tun hast, kannst du dir dann aufräumen. Wo ist der Michi eigentlich? Der hat frei heute. Der hat frei heute? Ja. Also zu der Zeit, die uns aufräumen. Die Hüllenmaschine kehrt ins Hüllenstudio nach Hause. Die passt hier gar nicht durch, die ist zu breit. Das Problem kenne ich auch, wenn ich durch die Türe gehe. Oh Gott. Es wird nicht besser heute. Klöre. So, gehen wir jetzt, Simon. Ja. Tschüss, Basti. 3 Tage später. So, jetzt schauen wir mal ins Testcenter, ob der Basti auch wirklich so aufgeräumt hat, wie der Michi ihm das befohlen hat, als Michi Urlaub hatte. Hallo. Erstmal, Basti, schön aufgeräumt tatsächlich. Hast Danke du das schon gemacht? Ja, habe ich extra gestern gemacht, als Michi Urlaub hatte. Höre ich da so einen leichten Vorwurf raus, dass ich gestern Urlaub war? Nein. Monate im Voraus auch kein Vorwurf, ja? Dass du die nächsten 3 Wochen im Urlaub bist und wir alles für die Gamescom alleine planen müssen. Ganz bestimmt kein Vorwurf. Ernsthaft? Nee. Ich habe quasi alles schon geplant und eingetötet. Die müssen bloß noch ausführen. Hier. Geplant hieß, mehr. Wir machen das gleiche Konzept wie letztes Jahr. Ich habe gehört, das Ding wiegt, keine Ahnung, 50 Ach, ja. Kilo, 60 Kilo? Also du das Gehäuse leer 27,5. Mit was? Allem dann, ja. Ich meine, du hast es ja schon hochgehoben. Habt ihr schon Stimmt. gesehen? Wir haben jetzt einen Höllencomic, das ist gerade online gegangen. Und wir fragen noch nach dem Namen vom Teufelchen. Dem sollte noch einen Namen geben. Ist er nicht süß? Der ist er nicht süß, süß, ja. Ich finde Helmut super. Helmut. Nee. Okay, können wir ein bisschen über den PC reden? Ja. Also an sieht das schon, das sieht schon pervers aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, also viele sagen ja immer, RGB ist scheiße, weil das so Disco-Kugel ist, aber man kann das natürlich vernünftig einstellen, wie es jetzt der Tom schon mal für uns gemacht hat. Der hat so einen Rot-Gelb-Orange-Look gewählt und halt jetzt diverse Komponenten unterschiedlich beleuchtet. Ein bisschen Bewegung ist drin beim Speichern. Wieso sind denn lieber hier die Scheinwerfer an? Man sollte das Ganze vielleicht mal im Dunkeln zeigen, damit das richtig schön rauskommt. Können wir doch einfach direkt machen, oder? Spontan. Ja, da schneiden die dann noch Spontan einmal Footage, Licht aus. Da schneiden die noch Footage dazwischen, oder? Licht aus. So, ihr hattet uns ja, du kannst übrigens auch mal was sagen, ne? Hab ich doch. Ja,
Basti, sag doch mal was. Ihr hattet Lumos. Also ich habe, ich habe in den Kommentaren gelesen, die Leute wollen eigentlich mal wissen, was da genau drinsteckt. Das haben wir noch nicht vorgestellt. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Fangen wir mit den Grafikkarten an. Ich habe hier auch schon mal was vorbereitet. Hier die wichtigsten... Wie, du kannst du nicht auswendig? Ich kann doch nicht alles aus... Wie viel Shader-Einheiten hat die Titan? 4096? Falsch. Siehst du? Deswegen fand ich das nicht. 4608 Shader-Einheiten. Okay. Ja. Tut mir leid. Ich dachte, ich sitze hier. Und, die falsche Zahl. Aber das Geile ist ja... So viel dazu. Vor allem, wenn du es falsch sagst, dann darfst du es ja nochmal drehen und dann kriegt hier unser Videoproducer einen Anfall, weil er alles 10-mal drehen muss. Ja, vor allem muss ich mich hier heute in 50 Minuten schon wieder weg. Ja, genau. Termine. Ja. Okay, kann ich jetzt vielleicht mal ganz kurz was über die Grafikkarten erzählen? Wir haben zwei RTX Titan drin, höchste Ausbaustufe der aktuellen Generation, wie gesagt, mit 4608. 4608 Shader-Einheiten, genau. Und das Geile ist, jede Karte hat 24 GB GDDR6 Speicher. Das ist, wir werden dann natürlich auch noch sehr ausführlich testen, ob wir es mit irgendeinem Spiel auch noch annähernd schaffen sollten, diese 48 GB VRAM auszunutzen. Wir sind gespannt. Wie viel schafft man denn so normalerweise? Oder wie viel braucht man normalerweise? Also bei 4K siehst du bei der 2080 Ti, dass die auf 11 GB setzt. Mhm. Und das ist aktuell auch ungefähr die Grenze. Also viele sagen, dass sie nicht unbedingt zukunftstauglich ist, weil 11 GB dann eben zu eng werden. Aktuell ist es eben sowas zwischen 8 und 10 GB, würde man sagen. So bei okay, Fika. Also hat man eigentlich mit dem Speicher genug auch für die Zukunft. Ja, also der Videospeicher ist vor allem wichtig, wenn du kreativ arbeiten willst mit der Höllenmaschine. Heißt es dann auch, dass die Höllenmaschine quasi gegen den Mac Pro antreten kann? Gegen diesen 50K-Rechner von Apple? Naja, wenn er voll ausgestattet ist, der Mac Pro, dann wird er uns wahrscheinlich versägen. Aber es hängt natürlich auch immer von den Programmen ab. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Blender benutzt, da gibt es ja eine CUDA-optimierte Version, dann sind die Karten natürlich ideal. Wieder was gelernt. So, Cut, genug gelabert. Ich kann euch auch gerne was erklären. Okay, ja, erzähl uns was über das neue Asus ROG. ROG, das heißt nicht ROG. ROG. Republic of Gamers, ROG. 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 Ich dachte, darf ich nicht Englisch aussprechen. Ja, es kommt drauf an. Also Asus darf man nicht sagen, wenn es nach unserer Community geht. Da musst du Asus sagen. Was, Asus? Ey, ganz ehrlich, wie geht das mit Aussprache? Auch mit Huawei. Ich habe immer Huawei gesagt, wie es halt ausgesprochen wird. Also es heißt Huawei, wir sind hier in Deutschland. Ich so, ja komm ey, dann passe ich mich halt an. Ja, Grafikkarte. Was, Grafikkarte? Anpassen. Grafikkarte. Also, jetzt haltet mal kurz die Klappe. Ich wollte nämlich unseren Zuschauern mal erzählen, was wir für einen Prozessor drin haben. Ich dachte, du willst das Dennis erzählen. Ich bin ja quasi auch Zuschauer, der halt hier arbeitet. (lacht) 16 Kerne, 32 Threads, 4,7 GHz Boost-Takt. Das ist der AMD Ryzen 9 3059X. Der ist allerdings noch nicht drin, sondern Basti, wir haben den 12-Kerner drin. Aktuell setzen wir noch auf den 3900X, weil der 3059X erst ungefähr im September erhältlich sein wird. Aber auch dieser Prozessor ist besonders fürs Gaming plus Streaming gleichzeitig extrem gut geeignet. Das wird bestimmt auch in den Kommentaren dann wahrscheinlich kommen, warum AMD kein Intel. Ich weiß, habt ihr das schon beantwortet? Irgendwann? Das war tatsächlich Roman, der uns von der Computex angerufen hat, zum ersten Mal den 3059X in der Hand hatte, mit den anderen Overclockern schon ein bisschen rumgetestet hat und dann hat er gesagt, baut das Ding ein, ihr müsst dieses Jahr auf AMD setzen. Also das war tatsächlich nicht wirklich unsere Entscheidung, sondern die kam von unserem guten Bauer. Aber zum Glück hat ja auch die ganze Community bei unseren Umfragen auch für AMD gestimmt. Von daher hat das ja ganz gut zusammengepasst. Ne? Ja, und genau, die 24 bzw. 32 Threads, die eignen sich natürlich auch prima, um kreative Sachen wieder zu machen. Kommen wir zur Hauptplatine. Das ist die, muss ich jetzt wieder vorlesen, die Asus ROG. ROG. Nicht ROG, ROG. Republic of Gamers. Und nicht Asus, sondern Asus. Ja? Ich sag jetzt mal Community korrekt, Asus ROG, Republic of Gamers Crosshair 8 Formula. So heißt das Board. Und zu den wichtigsten Eigenschaften gehören die wassergekühlten Spannungswandler. Und wir haben da auch so ein schönes Display. Ich glaube, das ist sogar programmierbar. Welches? Ja. Das zeigt momentan die... Über dem Input. Ach, da, okay. Genau, die CPU-Temperatur an. Gibt natürlich noch viele andere Features. Und natürlich der X570-Chipsatz von AMD.
der, wie gesagt, deutliche Verbesserungen für das Ansteuern vom Arbeitsspeicher und PCI Express 4.0 mitbringt. Und Arbeitsspeicher, darfst du jetzt hier mal auf den Zettel gucken oder was ist aus? Was ist aus? Wie heißt der Speicher? Dominator Platinum RGB mit 4x16 GB und 4000 MHz. Was haben wir als nächstes? Die SSDs, glaube ich, ne? Genau, die PCI Express 4.0 SSDs von Corsair. Wo stecken die? Die siehst du jetzt leider nicht, die stecken genau zwischen den beiden Grafikkarten. Du siehst hier rechts dieses Asus-Logo, das leuchtet zwischen den beiden Grafikkarten. Ja, ja, ja. Und da drunter sitzen die unter dem Kühler, also die sind gleich passiv gekühlt von dem Mainboard. Ach so, okay. Und wenn ich auf den Spickzettel schaue, die heißen MP600, hast du das gesagt? Nein, habe ich noch nicht gesagt, weil das wusste ich tatsächlich nicht auswendig. Okay, und wir haben ja auch maximale Datenraten von bis zu 4950 Megabyte pro Sekunde, also knapp. Eigentlich fast knapp 5 GB, kannst du sagen. Das ist schon ordentlich, oder? Das ist sehr ordentlich. Also wie gesagt, zwei Stück sind verbaut mit jeweils 1 Terabyte und jetzt kann ich schon wieder das Gejaule vorausahnen. Warum nur 1 Terabyte? Das ist ganz einfach, die 2 Terabyte Version, die gibt es noch nicht. Aber werdet ihr dann tauschen oder bleibt ihr bei 1 Terabyte? Also wenn wir Corsair davon überzeugen, uns eine 1000 Euro SSD... Also 2000 Euro SSDs noch. Ja gut, ihr habt ja auch 2 Grafikkarten drin. Ja. Ja, aber Michi hat dieses Mal hat Michi auch sein Ehrenwort als Politiker gegeben, dass die Verlosung nicht verlängert wird. Das heißt, wir können auch nicht mehr jahrelang warten. Wir haben noch im Peripherie-Paket, wie gesagt, wir haben hier ja die... Na, wie heißt der? Hast du auswendig gelernt? Steht das auf deinem Zettel nicht drauf? Nee, das steht nicht drauf. Aber hier hinten steht es drauf. Lies mal vor. MK70, glaube ich. Oder? Das ist ja K70 RGB MK2 Low Profile. Low Profile, genau, das sind die. Ganz wichtig. Das sind die mechanischen MX-Switches. Und das ist die Speed-Version. Also die sind schnell, ganz niedrig. Also Low Profile. Geringe Bauhöhe. Und RGB. Das ist auch ein kleiner Klugscheißer, ne? Ja, das hat auch schon irgendjemand in den Kommentaren negativ gemerkt. Und ihr wisst ja, die MX-Switches sind extrem... Ich will Michi doch nur helfen. Wieso verstehen mich alle falsch? Ja, da versteht ihr den Basti ganz falsch. Will mir doch nur helfen. Also die MX-Switches sind auch extrem langlebig. Millionen von Klicks halten die aus. Die Maus, weißt du, wie die heißt? Steht bestimmt auch unten drauf. Ja. Oder auch nicht. Die sind noch gar nicht ausgepackt, Mensch. Ja, das ist gerade ganz frisch alles hier angekommen erst. Ja. Ihr habt doch so einen geilen Folien-Abziehporn gemacht. Ja, Folien-Abziehporn, jetzt kannst du genau... Halt, du musst es mit Gefühl machen, Michi. Der Michi macht es einfach so. Gibt. Ja. Der Dennis guckt meine Videos. Ja, natürlich gucke ich deine Videos. Schön. Es ist immer noch eine Folie drauf. Aber nur weil ich dachte, sie werden von Simon. Also hier, du bist für die... Das ist die Knightsword RGB. Die Knightsword RGB. So heißt das Ding. Hier, Hashtag no Werbung. Control Freak. Ja. Und wir haben auch noch ein fettes Mauspad von Corsair. Ja, okay, auf jeden Fall haben sie dann ziemlich viel. Genau, also sie haben schon viel gesponsert, aber wir gucken natürlich, dass wir ihnen die 2-Terabyte-Version auch noch aus den Rippen schneiden. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Das genau, Netzteil. Das Netzteil, richtig. Das ist die Sonic Prime TX1600. TX1600 mit 1600 Watt. Juhu. Genau, ganz wichtig. Titanium zertifiziert. Das ist die höchste Energieeffizienzstufe, 80 plus Titanium. Und wir haben natürlich so viel Leistung gewählt, weil die quasi die beste Energieeffizienz hast du ungefähr, wenn das Netzteil so 50% ausgelastet sind. Also die Hälfte von 1600 wären 800 Watt. Und das wird auch so der Stromverbrauch, denke ich, sein. Ja, ich meine, du hast jetzt von Haus aus pro Grafikkarte TDP von 280 mal 2 sind 560. CPU sind 105, dann bist du da schon bei 665, dann wird noch übertaktet, die restlichen Geräte dazu. Genau, abschließend noch, der Super Tower InWin 928 ist das Case von der Höllenmaschine. Ja. Das ist ein limitiertes Gehäuse, gibt es nur, weiß jetzt nicht, 100 Stück vielleicht weltweit, keine Ahnung. Legt mich nicht drauf fest, also es gibt nicht viele, weil das kostet, Dennis... 1500 Euro. Hat er gelernt. Ich habe in den Videos sehr gut aufgepasst. Ja, also allein das Gehäuse kostet so viel wie ein guter Gaming-PC. Ist natürlich Höllenmaschinen-like, klar, das Beste ist gerade gut genug. Ich find's zum einen, die Optik ist extrem geil. Was nicht so geil ist, ist die Umsetzung da hinten. Du kannst mal kurz filmen, da wo die ganzen
Also man kommt ganz schlecht an die Schnittstellen von der Hauptplatine ran. Man kann zwar den Deckel abmachen, aber es ist schon ziemlich umständlich und muss auch aufpassen, dass die Lüfter nicht abreißen. Also die Lüfterkabel darf man nicht abreißen. Aber ich meine, man muss natürlich sagen, das ist natürlich ein Showcase. Also das ist eigentlich nicht gedacht im Alltagseinsatz, weil sie auch keine Staubfilter hat und nichts. Das schaut halt einfach extrem geil aus. Und das war uns dieses Jahr wichtig, weil das ja uns immer vorgeworfen wird. Langweilig, irgendwie Standard-Case und so. Jetzt haben wir mal was Besonderes gemacht. Ich denke mal, jetzt geht der Hate wegen der... zu teuer. Praktikabilität. Kann ich nicht benutzen, ist nicht stabil. Aber macht es ruhig, lasst es alles raus, dann geht es euch besser danach. Ja? Also wir freuen uns über jeden Kommentar. So, und jetzt zum Schluss hier noch das Schmuckstück. Guckt mal hier. Das ist... Kann man den komplett umdrehen? Das ist modernste Display-Technik. Also wir haben hier eine Ultra-WQHD-Auflösung. Was ist das in Bildpunkten? 3440 mal... Was ist das, 62? Nee. 1440. 1440, okay. Wir haben 200 Hertz Bildwiederholrate, NVIDIA G-Sync Ultimate, also mit HDR 1000. How much? 2800 €. Was? Ah, habe ich ganz vergessen. Das ist ein Moment. Quantum Dot Display. Den Namen hast du auch noch nicht gesagt. Oh, ich habe den Namen vergessen. Verdammt, da wird Asus sauer sein. Ja. Asus ROG Swift PG35VQ. PG35VQ, merkt euch das. Gut, dann lass uns mal zocken, oder? Ja, Michi, ich würde ganz gerne spielen, ehrlich gesagt. Ja, gut. Deswegen bin ich auch hier. Ja, ich muss jetzt eh los zum nächsten Termin. Dann tauscht ihr einfach Plätze, oder? Wenn es sein muss. Ja. Jetzt will ich aber die Skills sehen. Ja, klar. Deine Skills mit Lara. Oh. So, was machen wir jetzt hier? Hoppala, hoppala! Am besten springst du jetzt erstmal hier irgendwo runter, ja. Ja, und Dennis stirbt jetzt erstmal. Sehr gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich hab's nicht drauf. Im Moment. Ach, jetzt verstehe ich. Und jetzt? Musst du weiterklettern. Bestätigt. Dennis, hast du schon mal Computer gespielt? Ja. Okay. jawohl. Oh, da stürzt er was ab, Aber nur fast. Oh! Oh, das stirbt er zum zweiten Mal. Boah, ich bin ein richtiger Noob, was PC-Gaming angeht, ohne Scheiß. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Tomb Raider, also Lara Croft, der Lieblingscharakter von Tarkus ist? Also Tarkus liebt Lara Croft. Lebt. Tarkus lebt. Jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst. Ihr habt mich abgelenkt. Oh, es ist anstrengend. Oh, ohne Witz. 5 Minuten gespielt und bin ich ungefähr schon 18 Mal gestorben. Irgendwie. Tja, PC-Game ist, glaube ich, einfach nicht dein Sinn. Ist wirklich nicht so meins. Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was Spannenderes, als jetzt irgendwie 1000 Mal zu sterben. Und zwar über den Kühlkreislauf. Ich glaube, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, sind wir tatsächlich noch nicht dazugekommen. Da haben wir aber auch schon ein bisschen was in den Bildvideos erklärt. Also wir haben oben im Gehäuse zwei 420er Radiatoren. Das heißt 6 Lüfter 140 mm. Vorne im Gehäuse sind auch noch 340er Lüfter drin. Hinten im Gehäuse nochmal, die ziehen dann die Luft ein, sie blasen sie aus dem Gehäuse raus. Mhm. Und Tom hat sich dieses Jahr tatsächlich nur für einen Kreislauf entschieden, aber die Kühlleistung ist trotzdem exzellent und vollkommen ausreichend. Also es sind jetzt auch nicht wirklich 2 Pumpen vonnöten. Und natürlich gibt es auch einen Durchflusssensor, einen Wärmesensor, also hier wird alles überwacht. Das ist schon ganz geil. Ich sehe gerade die Temperaturanzeige war für die CPU, nicht wahr? Ja, CPU-Temperatur 48 Grad. Genau, auf dem Mainboard sieht man hier auch noch eine kleine Anzeige. Die kann man auch programmieren mit diesem BIOS einstellen. Da sieht man jetzt aktuell eben die CPU-Temperatur. Kann man auch kann alle möglichen anderen... durchwechseln quasi? Also dass der CPU steht, genau, also du kannst, Grafikkarte... Grafikkarte bin ich mir nicht ganz sicher, aber du kannst zum Beispiel sowas wie CPU-Takt oder sowas kannst du noch anzeigen. Kannst auch, glaube ich sogar bei Asus ist es auch möglich, ein eigenes Logo einblenden, je nach Wunsch. Ehrlich? Oh, das ist cool. Ja. Da könnte also, man ja auch noch das HMX-Logo eigentlich anzeigen, oder? Was haben wir? Dennis, wieso bist du nicht im Marketing oder beim Bild mit dabei? Also das ist eigentlich eine gute Idee. Komm, das frage ich mich auch. Sie sind hiermit eingestellt. Juhu! Ja, ich meine, sowas kann auch Spaß machen, schätze ich. Oder? Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Boah, hier wird aber warm. Hier oben. Ja, kannst du Spiegelei drauf braten. Also das oben ist natürlich beschichtet, also da kann man problemlos auch ein Ei drauf machen, wie in einer Pfanne. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Teflonpfanne. Nee, also tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Komponenten alle vorgestellt. Es wird natürlich auch noch zu jeder einzelnen Komponente ein ausführlicheres Video geben. Habt ihr auch gewünscht, also die Grafikkarten werden wir noch ausführlich vorstellen, die CPU werden wir ausführlich vorstellen. Aber anders als in den letzten Jahren ist es dieses Jahr nicht im Kaltzustand, sondern da das System ja jetzt eben schon fertig hier steht,
werden wir gleich die Vorstellung der Hardware-Komponenten inklusive Benchmarks machen. Dann können wir gleich quasi sehen, was die Komponenten überhaupt leisten. Und wenn Roman dann hier ist, gibt es wie versprochen auch Overclocking-Werte dazu. Das heißt, ihr haltet diesmal wirklich Stockwerte und Overclock-Werte. Das heißt, wir können wirklich sehen, wie viel extra Performance wir aus der HMX 2 dieses Jahr noch herausholen konnten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen oben da. Folgt dem Kanal auf YouTube, Instagram, Twitter und was es sonst noch an Social Media Kanälen gibt. Und ganz wichtig, bei YouTube Glocke aktivieren. So, wir hoffen, uns hat Dennis Gaming Performance überzeugt. Und ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.